Hallo Leute, was geht? Ich bin jetzt meinem ersten Real-Life-Video hier auf meinem Kanal Capetche Gaming Let's Play. Ich wurde getaggt von Erik, dem Roasted TV. Und ja, ich werde jetzt 25 Fragen beantworten. Und ja, ich werde sagen, ich lege los, ja. Und ich hoffe, man hört die Vögel nicht so zwitschern und kann sich mehr auf meine Stimme konzentrieren. Jo, erste Frage. Was hast du gerade an? Ja, wie man unschwer erkennen kann. Hausschuhe sieht man nicht, okay, habe ich aber an. Diese Jeans, kurze Jeanshose, vielleicht sieht man die, wenn nicht, dann Pech. Hier mein T-Shirt, Boxershorts und Socken. Ob ich hier schon mal verliebt gewesen bin, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke schon, ja. Hatte ich schon mal ein schlimmes Beziehungsende? Ehrlich gesagt, nein. Ich hatte auch noch nie eine Beziehung, ich bin jetzt 17 Jahre alt, also ich bin etwas ein Spätzünder, aber gut, wird sich alles noch ergeben, denke ich mal, ja. Hab jetzt extra noch die Haare für euch gemacht übrigens. So, wie groß bin ich? 1,82 ungefähr, 1,80 bis 1,82, weiß ich nicht genau. Wie viel wiegst du? Cut, cut, cut. Ne, interessiert keinen, glaube ich. Tattoos. Ja, mein ganzer Körper voller Tattoos. Ich habe zum Beispiel auf dem Rücken so einen riesen Penis. Nein, habe ich nicht. Piercings. Nein. Außer mein Intim-Piercing, das ich jetzt nicht zeigen werde. Nein, habe ich nicht. OTP. Nope. Lieblingsfernsehsendung. Gute Frage eigentlich. Also ich finde Tuna of Man geil. Hat ja auch schon Rose TV gesagt. Finde ich auch sehr geil. Ansonsten gibt auch ein paar gute deutsche. Stromberg finde ich zum Beispiel ganz gut. Ja, gibt schon ein paar nette, ja. Aber ich kann mich jetzt nicht so ganz festlegen, wenn ich ehrlich bin. Vermisse ich etwas? Im Moment nicht, aber als ich meine PS4 mal verliehen hatte, das war eine schwere Zeit. Ja, da habe ich echt was vermisst. So, Lieblingslied. Kollega King. Dieses Album, ja. Ja, alle Lieder in dem Album sind mega geil und auch Sonny Black, alles hammergeil. So, wie alt bin ich? Habe ich vorher schon mal gesagt, 17 Jahre alt. Sternzeichen bin ich ein Fisch, ja, ich bin ein Fischi. Lieblingsschauspieler, viele amerikanische Schauspieler, zum Beispiel Johnny Depp, Will Smith, ja, die ganzen Klassiker halt, ne? Und auch Lieblingsregisseure habe ich auch. James Cameron, Steven Spielberg, Roland Emmerich. Das war jetzt nur so ein kleines Gimmick noch, wo ich dazu setzen wollte. Ja. Natürlich zu den Schauspielern noch Tom Cruise. Ihr spannt mich auf die Folter. Ja. Da hätte ich mir jetzt eine Liste machen können. Egal, gibt es noch einige. So, was haben wir denn noch? Wo gehe ich hin, wenn ich traurig bin? Ins Bettchen. Ja, egal. Wie lange brauche ich, um zu duschen? Das kommt drauf an, ob ich Bock habe, mir Zeit zu lassen oder nicht. Meistens habe ich keinen Bock, mir Zeit zu lassen, deswegen 5 bis 10 Minuten. Wie lange brauche ich morgens, um fertig zu werden? Da ich nicht so viel Zeit habe, da ich um 7 aus dem Haus sein muss, spätestens, und um 6:30 aufstehe, habe ich ungefähr immer eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und wie lange ich brauche, morgens fertig zu werden? 2 bis 3 Minuten, ne? Um auf die Fragen zurückzukommen. Gründe, warum ich YouTuber geworden bin. Also, es war so, ich habe das Handy bekommen, mit dem ich jetzt gerade nicht aufnehme, das ist schon der Nachfolger. Ich habe mit dem S3 angefangen, jetzt habe ich das S4, mit dem mache ich übrigens auch gerade das Video. Bei dem S3 war damals eben, das ist ganz nett, wenn man Google Konto sich anlegt, und das war mein erster Account, das war der Moritz Neubauer Account. Den habe ich auch bei mir im Kanal als Partnerkanal drin, den könnt ihr immer auch auschecken. Da sind ein paar sinnlose Videos drin, könnt ihr ja mal anschauen, wenn ihr wollt, ja. Ich werde hier nichts verlinken, ne? Keine Angst. Auch nichts in der Videoinformation, da stehen lediglich die Fragen in der Videoinformation. Ihr könnt es schön in meinem Kanal nachlesen, da ist alles schön beschrieben. Ja, genau, und dann habe ich damals einen Account gehabt und habe mir irgendwann gedacht, okay, das reicht ja nicht, dieser normale Account, jetzt machst du noch einen Let's Play Account. Ich habe durch dieses Handy dann auch Kronk und Sarazan so dann eben kennengelernt, und dann habe ich mir gedacht, okay, willst du auch machen, machst du eben auch sowas. Habe ich Capetche Gaming Let's Play gegründet und
auf diesem Kanal ist auch gerade das Video. So Ängste, Zukunftsängste ein bisschen, ja, dass meine Ziele, die ich mir vorgenommen habe, nicht so laufen, wie ich mir vorstelle. Das wäre nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Bedeutung hinter meinem Namen. Ich heiße Moritz und Mauritius der Braune, wenn ich mir nicht, also es kommt von Mauritius, ist mein Namenspatron. Bin mir nicht ganz sicher, Mauritius der Braune, also ich bin dunkelhäutig, bin ich jetzt nicht wirklich, aber egal. Lieblingsessen, Lasagne. Ort, den du besuchen möchtest, Berlin, London, Paris, New York, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Tokio, Sydney, einige. Ja, Lieblingsanmachspruch. Na Süße, bist du öfters hier? Deine Eltern müssen Terroristen gewesen sein, du bist heiß wie eine Bombe. Oder explosiv wie eine Bombe, je nachdem wie man es will. Ne? Nein, das ist natürlich nicht meine Lieblingsanmachsprüche, die würde ich auch nicht so wählen. Ja, das ist nicht gut, glaub mir. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich der Experte bin, weil ich hatte ja noch keine Beziehung. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird heute. Erstes Pokémon Spezi? Was? Ich habe jetzt einfach das aus Eriks Liste kopiert und eingefügt in Word und lese jetzt gerade. Erstes Pokémon Spezi. Ich denke mal Glumanda. Mhm. Wer soll diese Frage als nächstes beantworten? Ich würde sagen, ja, machen wir True Toast. True Toast und ich weiß nicht, ob es der schon hat. Ich sag mal noch Paxent, aber dann muss ich es noch mit ihm abklären, ob er es schon gemacht hat. Ich weiß es nicht, ich muss mal auf seinem Kanal schauen und ihn fragen, ob er schon irgendwas produziert hat. Aber True Toast, den würde ich gerne taggen auf jeden Fall und Paxent wäre auch cool, wenn es klappen würde. Jo, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, das Video ist jetzt hier vorbei. Ja, ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben, wie es euch gefallen hat, ob ich sowas öfter machen soll. Falls ja, dann würde das in Zukunft nicht mehr auf dem Kanal passieren, sondern eher auf dem Moritz Neubauer Kanal, der ist eher für Real-Life-Videos gedacht, zwar nicht von mir, sondern eher von irgendwelchen komischen anderen Sachen. Aber gut, hier sollen weiterhin Let's Plays bleiben, dieses Video bleibt jetzt aber auf dem Let's Play-Kanal. Scheiß drauf, ne? Und ja, wie gesagt, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao.